Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast recht. Jetzt geht's weiter mit Warcraft 3. Okay, hier wird jetzt direkt von eben noch ein aufpoppen. Oder keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall einfach mal aufpoppen. Optionaler Quest entdeckt. Muradins Männer retten. Ja, wir sehen hier oben den Stützpunkt. Unser Auftrag ist es, diesen ja möglichst schnell zu retten, könnte man sagen. Okay, wir machen das ganz einfach. Wir schicken Arthas hoch und sagen ihm, er soll diese Basis erobern. Mehr machen wir nicht. Okay, wir klauen uns hier so einen Arbeiter. Dann können wir direkt noch einen in die Leiste setzen. Wieso habe ich so viel Gold? Okay, dahin, dahin, dahin. Er soll uns jetzt erstmal die Basis komplett reparieren. Währenddessen ist Arthas schon fast bei der Basis angekommen. Die Zwerge brauchen Hilfe! Okay, man sieht hier definitiv, dass man super durchkommt und direkt am Anfang eine neue Basis hat. Das hat den Vorteil, dass man keine Gebäude doppelt braucht, was man sonst tun würde. Okay, du bringst mal dein Gold weg. Du gehst mal hier so, ne? Okay, heilen wir den ab. So, deswegen habe ich einige Streitkräfte hier unten gelassen, weil wir weiterhin hier angegriffen werden. Muradin setzt einen Donnerschlag ein und haut hier ganz viele Untote kaputt. Muradin ist ein kleiner Zwerg und macht da richtig Hau drauf Schaden. Das ist ein riesiger Vorteil von Muradin. Okay, ja, adieu, Skelette. Sie fallen schon fast alle auseinander. Muradin ist einfach nur die Härte. Man könnte sagen, er ist der Hammer, aber das wäre dann wieder vom Paladin geklaut, glaube ich. Okay, ach nee, das ist der Zwergenspruch. Das ist der Hammer. Okay, wir werden jetzt hier schnell gegen diese kleine Basis vorgehen, weil sie uns die ganze Zeit oben belagert. Und das machen wir jetzt, weil sie eben ziemlich schnell demoliert ist. Okay, wir haben hier eine neue Einheit, den Dampfpanzer. Das ist die ultimative Belagerungseinheit. Du machst die Spinne kaputt. So. So viel ziehst du den ab? Das kann nicht sein. Okay, als nächstes auf die Gruft. Dort bauen die Untoten ihre Einheiten und hier bauen wir zwei weitere Schützen hin. Okay, wir haben neue Einheiten wie Gyrocopter. Sind eigentlich Scouts, können aber auch ziemlich gut gegen Lufteinheiten vorgehen und haben mit einem Upgrade auch die Möglichkeit, Bounty Units anzugreifen. Das ist nicht gerade schwach. Das Licht ist meine Stärke. Da macht den kaputt. Ich stehe für das Licht. Okay, den machen wir jetzt noch kaputt. Hallo. Jetzt wird gerichtet. Arthas, du bist eine Nudel. Okay, das letzte Gebäude. Pau. So, hier steht alles noch soweit. Du bist jetzt gleich mit deinen Reparaturen fertig, das ist gut. Wir brauchen jemanden, der uns Holz anschafft. Ganz easy. Wir müssen jetzt mal mit Arthas nach oben. Besteht etwa Gefahr? Wir müssen nämlich eventuell den einen oder anderen Schützen heilen. So, Panzer greift das an. Ihr könnt euch kein Ziel aussuchen. So, du lebst noch. Betonung auf noch. Ja, das überlebt er auch. Und geheilt. So, man sieht, wir haben hier schon eine gute Verteidigung. Wir bauen noch schnell die Langflinten und dann ist sie gleich nochmal so gut. Wir bauen die Distanzwaffen hoch, da wir hier gerade nur Distanzwaffen hier haben. Aber im Anschluss direkt die normalen Nahkampfwaffen. Zeigt uns ein Ziel. Ja, und Hutter, was machst du jetzt? Er hat keine Chance. Pauz, ich liebe diese Waffen. Man sieht keine Chance, die Gebäude. Okay, wir verschanzen uns wieder in dieser kleinen Basis hier. Genau, der nächste Schritt. Jetzt brauchen wir erstmal ein Sägewerk hier, damit wir das Holz ein bisschen schneller bekommen. Als nächstes werden wir unsere Burg nicht zum Schloss aufwerten, da uns der Altar der Könige fehlt. Verdammt. Altar der Könige, als nächstes kommt direkt das Arcanes Sanctum, damit wir Priester ausbilden können. Hier hin bitte. Dann hätte ich gern da und da einen Wachturm. Einfach nur zur Verteidigung. Okay. Genau, hier bilden wir noch drei weitere Minenarbeiter aus, damit wir eine gute Goldversorgung haben. Und dann stimmt das schon alles ziemlich überein. Schützen sind noch hier, ja. Okay, wir machen das jetzt ganz einfach mit den Mörsertrupps. Einer kommt hier hinter die Linien, der andere kommt da hinter die Linien, denn da stehen sie normalerweise auf. So, Tee, und du bist geheilt. Er hat jetzt keinen Tee getrunken, sondern Tee ist der Hotkey für heiliges Licht. Der Herr des Tee.
Nochmal auf Moradin. Er ist ein Haut-auf-Typ, sieht man hier. Hat relativ gute Skills, aber auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen, da Moradin ja eher ein kleiner Bestandteil aus der Kampagne ist. Das lohnt sich gar nicht. Okay, wir bauen mal das Verteidigungs-Upgrade für Gebäude hoch und danach das Holz-Upgrade. Das Verteidigungs-Upgrade für Gebäude darf hier doch häufiger belagert werden. So, wir bauen jetzt aber erstmal zum Schloss. Jetzt fehlt uns das Holz, gut zu wissen. Hier haben wir noch einen Gyrocopter, der kommt mit hoch. Ich liebe Gyrocopter. Außerdem werden wir hier mal mit Gargoyles angegriffen. Das ist optimal, wenn hier Gyrocopter sind. Hier sind Trolle. Moradin, nimm mal deinen Trupp mit. Das ist der Hammer, Moradin. Ja, wir werden hier gerade ziemlich stark angegriffen. Das ist auch schon das, was ich meinte. Hier wird man doch wirklich belagert. Aber man sieht, die Truppen haben eigentlich keine Chance. Besonders nicht gegen Arthas, da er jedoch ziemlich resistent ist. Ich glaube, ihm geht das alles so ziemlich am Hintern vorbei. Ja, man sieht, unsere Zwerge werden ein wenig angegriffen, aber keine wirkliche Bedrohung. Wir machen lieber hier weiter. Die Gegner hier sind auch schon tot. Angriff. So, der Gegner hat ein Buch der Gesundheit fallen lassen. Wir werden es allerdings jetzt nicht aufheben, sondern Arthas wird sich dieses kleine Buch schnappen. Okay, wir haben hier einen Soldaten verloren. Das ist relativ gut, da das Essenslimit so ein bisschen runtergeht. Okay, ich hätte gern ein Schloss hier. Dann brauchen wir noch ein paar Holzarbeiter, denn wir brauchen definitiv mehr Holz. Und zwar in einer kurzen Zeit, damit wir schnell weitermachen können. Hier der Ausbau zur Burg. Man sieht, es wird noch nicht viel verändert. Ist auch gerade erst im Anfangsstadium. Bereit zur Arbeit. Was haben wir denn hier? Jede Menge Holzabbauer. Ja. Genau, Priester. Wir brauchen jetzt erstmal zwei Priester hier oben, damit wir unsere Leute heilen können und zur Not auch ein paar Skelette abschieben können. Und ich muss nochmal kurz die Aufnahme gerade pausieren. Diep, 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 diep. Nichts passiert. Ja, unser Gold geht richtig nach oben gerade, aber unser Holz kommt nicht so wirklich hinterher. Wir bauen diese schnell aus. Haben wir noch Restgeld für ein Upgrade? Ja. Als nächstes sparen wir natürlich wieder auf den Angriff und dann gehen wir langsam auf die Verteidigung. Ihr fresst euch da richtig rein. Okay. Jetzt können sie die Bäume surrounden. Gibt gerade nicht viel zu sagen. Es ist gerade eine ziemlich ruhige Phase. Das ist immer schön in dem Spiel, wenn man einfach mal so ein bisschen rumgehen kann und sich das angucken kann. Du sollst, ich wollte gerade sagen, nach oben. Ist nicht dein Ernst. Was riecht euch an? Zu gutmütig, die Typen. Okay. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt ein Held da oben. Geh mal wieder hoch. Ja, das Buch der Gesundheit stockt unsere maximalen TP um 50 Punkte hoch, dauerhaft. Und das ist doch ziemlich nützlich, denn 50 Punkte, das sind so 30 Sekunden im Kampf überleben oder nicht überleben. Wir kommen genau richtig, würde ich sagen. Für die Ehre. Das sind aber eh nur Gargoyles, von daher ist das keine Gefahr. Kommen unsere Gyrocopter jetzt noch zum Angriff. Einfach nur zur Demonstration. Natürlich machst du ihn direkt platt. Okay, den holen wir uns gleich wieder. Wow, hier geht er ganz schön ran. Sie hängen alle übereinander. Die HP leisten sie nicht wirklich, aber man sieht, dass es weniger werden. Okay. Im Addon, das ich nicht installiert habe, kann man auch ein Gebietsschaden für diese, glaube ich. Ja. Upgraden in der Werkstatt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall Gebietsschaden haut dann richtig rein mit den Gyrocoptern. Und Priester. Danke. Ja, mein Freund. Okay, er hat direkt wieder Mana. Ist meine Hilfe von mir. Und er hat noch Mana. Ich weiß nicht, ob er keins mehr hatte. So, und ja, wir kriegen Holz rein. Das ist gut. Direkt das nächste Upgrade reinhauen und wieder auf Distanz. So, wir werden aber jetzt hier unten erstmal die Kampftierausbildung machen. Und hier oben zwei Ritter bauen, die uns dann die Front frei halten, nachdem wir Höfe gebaut haben.
Dann hoch und dann hoch und... Hallo? Maus? Ja, das sieht scheiße aus.